Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life-Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel, Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute dreht sich um das Thema, warum es so wichtig ist, was du denkst und fühlst, wie du darauf Einfluss nehmen kannst. Und dazu habe ich mir die Mentaltrainerin und Coach Felicitas Binninger eingeladen. Grüß dich, Felicitas. Hallo Carsten, sehr schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, weil dieses Thema Denken und Fühlen ist auch in meiner Community, die ich zumindest im Vorfeld ja immer löcher und frage, zu dem Thema sehr präsent. Ich habe dich im Vorfeld schon ein bisschen vorgestellt, als Mentaltrainerin und Coach, Persönlichkeitsentwicklung aus neurowissenschaftlicher Sicht und dein Motto ist, gestalte dir dein Leben so, wie du es haben möchtest. Mhm. Bevor wir auf das Thema Gedanken, Fühlen, wie wir darauf Einfluss nehmen können und die Community-Fragen klären, stell dich doch einmal etwas mehr vor. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Mentaltrainerin gekommen? Was ist überhaupt eine Mentaltrainerin? Und was hat es das mit der neurowissenschaftlichen Sicht auf sich? Mhm. Ja, also tatsächlich hat mich die Neugierde schon in recht frühen Jahren, also ich sage jetzt so im Teenager-Alter, erwischt. Da hatte ich so ein Aha-Erlebnis, das mir so in Erinnerung geblieben ist. Meine Eltern haben ein kleines Ferienhotel und wir hatten Gäste zu Besuch, eine Familie mit zwei Kindern. Die älteste Tochter war so 10, der jüngere Sohn 8 und die ältere Tochter war behindert. Also wirklich, sie hatte ein verstümmeltes Bein und das andere eigentlich gar nicht. Und hier an den Schultern wie so zwei kleine, nicht wirklich brauchbare Händchen. Und diese Familie war so voller Lebensfreude und das hat mich einfach total fasziniert. Auch das Mädchen selbst hat, also die hat ihre Utensilien gehabt, um sich fortzubewegen. Die haben auch gespielt, sie saß dann auf dem Tisch, sie ist geschwommen. Ich habe es jetzt gerade kürzlich wieder recherchiert, also sie ist weiterhin im Schwimmsport und mich hat es auch so fasziniert, dass die Familie dann sich auch entschieden hat, noch ein zweites Kind zu bekommen und daraufhin wurde ich etwas achtsam, also habe ich etwas genauer hingeschaut, welche Menschen oder anders die Schicksalsschläge, die manche Menschen treffen, machen nichts an ihrem Lebensglück und ihrem Lebensgefühl aus und wiederum andere Menschen mit vermeintlich kleineren Problemen, was ich immer schwierig finde, weil es ja eben immer subjektiv, aber so von außen betrachtet, eher kleineren Problemen machen sich total das Leben schwer. Und dadurch war das eigentlich ein Thema, das mich schon immer fasziniert hat und ich habe mich dann auch irgendwann später beschäftigt mit The Secret und Wünsche ans Universum und erfolgreiches Wünschen eben, also so einfach immer wieder ein bisschen mehr und irgendwann war dann der Punkt in meinem Leben, wo ich beruflich unglücklich war, sage ich mal. Und die Rahmenbedingungen haben es für mich gefühlt nötig gemacht, in diesem Unglück zu verweilen. Und irgendwann
Und ich hatte dieses Gefühl, ich komme aber aus dieser Spirale nicht raus. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich mal an mir selbst arbeiten und habe da eigentlich die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht, so für meine eigene persönliche Entwicklung. All das, was ich in der Theorie ja wusste und mir klar war, wollte ich aber auch verstehen, wie kann ich das denn auch umsetzen? Also wie kann ich das, was ich im Kopf weiß, auch wirklich im Herzen fühlen und auch danach leben? Und habe dann die Ausbildung zum Mentaltrainer abgeschlossen. Das ist ein sehr, kein konkret definierter Begriff, aber es geht letztendlich darum, also Mentaltechniken, wie kann man die Informationen oder sagen wir, die Programmierungen, die man im Kopf hat, umprogrammieren. Woher kommen diese Programmierungen und wie kann man diese umprogrammieren? Vieles trifft man davon auch im NLP. Also NLP ist ja eigentlich jetzt auch so ein gängiger Begriff, neu aus dem neurolinguistischen Programmieren. Aber ich kam dann auch mit Hypnose in Berührung. Die hat mich total fasziniert. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum Hypnose-Master und diese Arbeit mit dem Unterbewusstsein und was alles in unserem Unterbewusstsein verborgen ist und auch letztendlich die Auswirkungen dessen, was da verborgen ist, weil ja letztendlich 95% unserer Handlungen und Gedanken kommen aus dem Unterbewusstsein. Und so ging das dann einfach weiter, dann noch diverse andere Ausbildungen gemacht, die aber eben immer in diesem Zusammenhang waren, wie entstehen diese... Also wie entstehen letztendlich diese Programmierungen in unserem Kopf, in unserem Geist und wie können wir sie wieder rausholen und transformieren? Und letztendlich, ich komme dann immer in so ein Redeflash, merke ich gerade wieder. Also, ich habe sogar gleich eine Frage, weil du sagst ja diese Programmierung. Ich bin ja selbst auch im NLP bewandert, habe da auch meinen Coaching-Bereich mit aufgebaut. Und wie entstehen denn solche Programme in unserem Kopf? Wenn du sagst, 95% sind unbewusst, dann ist ja 5% das, was wir willkürlich irgendwie denken. Wir denken und sind Herr unserer Gedanken. Wie entstehen denn solche Programme? Eigentlich muss man sagen, ist es ein Lernprogramm unseres Gehirns. Also es geht darum, dass unser Gehirn im Laufe der Entwicklung einfach alles aufnimmt an Informationen und daraus lernt, damit man in Zukunft effektiver, also damit das Gehirn und somit auch der Körper in Zukunft effektiver arbeiten kann. Und da geht es sowohl um motorische Fähigkeiten, wenn wir jetzt mal überlegen, wir lernen irgendeine motorische Fähigkeit neu, angefangen jetzt beim Laufen, da tun wir uns am Anfang so ziemlich schwer, brauchen auch lange, bis wir es können und irgendwann denkt man gar nicht mehr drüber nach oder auch Autofahren ist jetzt vielleicht noch ein bisschen präsenter in der Erinnerung, wenn wir drüber nachdenken, wie das damals war mit Kupplung, Treten, Gangschaltung und da taten wir uns schwer und dann kommt dieser Lernmechanismus und irgendwann denken wir nicht mehr darüber nach, weil diese Handlung ins Unterbewusstsein getreten ist. Und das passiert jetzt sowohl im motorischen Bereich, aber eben auch, wenn wir Erfahrungen machen, die sowohl positiv als auch negativ sind, werden diese in der Regel, um es besser zu lernen, mit einer Emotion verknüpft. Das passiert in unserem limbischen System. Also wenn wir jetzt unser Gehirn anschauen, dann können wir sagen, wir haben so die drei, also das Gehirn ist ja komplex, ich versuche es jetzt zu vereinfachen, aber wir haben so drei wesentliche Bestandteile. Wir haben einmal das Stammhirn, das ist so hier hinten, das kleinere Reptilienhirn auch genannt, das ist einfach zuständig für Atmen, Herzschlag, also für all die lebensnotwendigen Dinge, die wir, selbst wenn wir darüber nachdenken, gut, atmen können wir noch anhalten, aber wir können jetzt nicht unserem Herz sagen, das soll mal kurz aufhören zu schlagen. Ist also auch der älteste Teil unseres Gehirns. Dann haben wir davor innen im Gehirn das limbische System. Da gehen alle unsere Sinneswahrnehmungen erstmal rein. Also alles, was wir sehen, hören, fühlen, riechen, kommt im limbischen System an. Und dort wird aussortiert, wichtig, unwichtig. Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis und dort entstehen dann auch die Emotionen, damit wir diese Erinnerung, diese Erfahrung, die wir in dem Moment machen, an eine Emotion koppeln. Auch hier so ein klassisches Beispiel, ich fasse auf die Herdplatte Schmerz, erinnere ich mich besser daran, wie wenn mir das jemand 10-mal sagt. Also wenn ich selbst fühle und erfahre, dann speichert das Gehirn das besser ab.
Und außen herum um das limbische System haben wir dann quasi unseren neuesten Bereich des Gehirns, den Neokortex. Und hier jetzt insbesondere im vorderen Bereich den präfrontalen Kortex, der für das logische Denken zuständig ist. Aber zuerst gehen die Informationen durchs limbische System, durch das Fühlen, bevor wir überhaupt rational darüber nachdenken. Und deswegen kann man sagen, eigentlich ist dieses Unterbewusstsein ein sehr gut funktionierendes Lernsystem, wenn denn die Informationen richtig abgespeichert werden. Und deswegen finde ich auch dieses Wording Programmieren und Umprogrammieren auch ganz passend, weil letztendlich ist es ja eine Programmierung in unserem Gehirn. Also das Gehirn, nochmal zusammengefasst, wir haben einen alten Teil, das Stammhirn oder das Reptilienhirn, das halt, ja, hat eine Katze, einen Hund, eine Eidechse. Ja. Das ist das, ich sag mal, das Anführungsstrichen, das Banalste. Mhm. Sind wir sicher, können wir uns fortpflanzen, sind wir irgendwie gefährdet? Dann das limbische Gehirn nimmt die ganzen Sinneseindrücke wahr, also gucken, hören, fühlen und Co. und sortiert das, ist das jetzt wichtig, ist das unwichtig? Und wenn wir das mit Emotionen koppeln, dann merken wir uns das besser. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Wobei dieses sind wir gefährdet oder nicht tatsächlich schon im limbischen System dann stattfindet. Also dieses... auch hier Unterbewusstsein, ich stehe, wenn wir an die Evolution denken, vom Säbelzahntiger, dann muss ich unbewusst, ohne darüber nachzudenken, schnell rennen. Und da kann ich nicht jetzt erstmal abwägen, ob ich jetzt mit dem Säbelzahntiger ins Gespräch gehe oder wie schnell der wohl ist, wie schnell ich wohl rennen müsste und so weiter. Deswegen ist es überlebenswichtig, diese unbewusste Reaktion auf Angst, Flucht. Ja, also ich sehe den Tiger, ich habe Angst und ich ergreife die Flucht. Ja, das wäre so eine Frage gewesen, so das ganze Thema Urängste. Also ne, ich werde gefressen oder ich bin einsam, ich werde ausgestoßen und Co. Sind das Dinge, die im limbischen System verankert sind? Ja, ja, all diese Emotionen entstehen tatsächlich im limbischen System. Und man kann auch sagen, dass alle Urängste sich reduzieren lassen auf eine Angst, nämlich die zu überleben oder auf einen Antrieb zu überleben. Selbst diese Urangst, nicht geliebt und nicht gemocht zu werden, ist evolutionär betrachtet eine Angst ums Überleben, weil man ja nicht in der Lage war, alleine zu überleben. Deswegen hatte man immer dieses starke Bedürfnis, dazu zu gehören und nicht abgestoßen zu werden. Ja. Und wenn das Reptilienhirn und das limbische Gehirn, ich sag mal, befriedigt sind und sagen, okay, alles ist in Ordnung, wir sind sicher und alles und wir haben gerade keine Überlebensangst, dann haben wir ja den Neokortex, das, was uns menschlich macht, wo wir dann über die Zukunft nachdenken können und auch die Würsten und Gedanken uns zusammenspinnen können. Hat denn das was damit zu tun, wann kann ich denn den Neokortex nicht adäquat nutzen? Gibt es da irgendwo eine Situation, wo ich sage, okay, jetzt ist man nicht mit Kreativität und Co., sondern da funktionieren andere Mechanismen? Ja, im Grunde genommen ist es dann, wenn ich sage jetzt mal, das limbische System Alarm schlägt und unbewusst eine Handlung hervorgerufen wird. Also tatsächlich ist es ja dann das limbische System, das weitere Aufträge an den Rest des Gehirns gibt. Also wie gesagt, alles weiterhin sehr vereinfacht gesprochen. Und wenn jetzt das limbische System Alarm schlägt in einer Situation, die eigentlich nicht angemessen ist, dann kommt das natürlich zu Verhalten, das wir als unerwünscht empfinden. Jetzt beispielsweise die Angst vor Hunden, die ist vielleicht bei der einzelnen Person darin begründet, dass sie als Kind mal gebissen wurde. Und diese Angst hat sich so fest verankert, dass in dem Moment, wo diese Person einen Hund auch sieht, einfach diese Angst kommt und das Verhalten nicht mehr kontrollieren kann. Und dann kommen wir eben in diese Dysfunktion auch der Emotion. Das heißt, keine funktionale Angst mehr. Und dann wird eben Verhalten hervorgerufen, das wir nicht möchten. Und das jetzt mit dem Hund ein sehr, sag ich mal, offensichtliches Beispiel. Und es gibt bestimmt Situationen, die jetzt traumatischer Natur sind, die man auch selbst nicht so leicht auflösen kann. Aber es gibt ja auch alltäglich kleine Verhaltensweisen, die wir nicht
die wir entweder so nicht wollen oder deren wir uns auch gar nicht bewusst sind. Wenn ich jetzt beispielsweise, ich hatte jetzt neulich das Beispiel auf einer Party, das ist eigentlich in der heutigen Zeit ein sehr ungewöhnliches Beispiel, auf eine Party zu gehen, und ich bin schüchtern und stehe in der Ecke. Und das heißt, meine Schüchternheit führt dazu, dass ich mich sehr zurückhaltend verhalte. Und wenn ich mich jetzt aber zurückhaltend verhalte, in der Meinung, naja, mich mag eh keiner und ich bin ja ganz langweilig, mit mir, sich mit mir zu unterhalten, und dadurch habe ich aber ja auch ein Ergebnis in dieser Situation. Und das Ergebnis ist in der Regel das, dass ich weiterhin alleine in der Ecke stehe. Also außer es kommt jetzt mal jemand auf mich zu. Aber es passiert ja eher unwahrscheinlich im Verhältnis zu jemandem, der ganz extrovertiert auf diese Party geht. Und die Erfahrung, die sich dann bei dieser Person abspeichert, bestätigt ja dieses ursprüngliche Gefühl, dieses, naja, ich bin langweilig, mich mag niemand. Und das heißt, dieses Gefühl, sich also eben zurückhaltend zu sein und sich gegebenenfalls sogar zu schämen, wird durch diese Erfahrung sogar noch gestärkt. Und an der Stelle muss man einfach mal schauen, also man muss sich dessen bewusst sein, dass das ein Kreislauf ist, ja, dass diese Situation löst dieses Gefühl aus, diese Emotion, diese wiederum löst ein Verhalten aus und das Verhalten wieder das Ergebnis und für mich wieder eine Erfahrung. Und in dem Moment, wo ich mir dessen bewusst bin und wo ich sage, im Ergebnis, also ich bin mit diesem Ergebnis nicht zufrieden, auf der Party immer alleine dazustehen, dann habe ich da unterschiedliche Möglichkeiten einzugreifen, zu sagen, also erfahrungsgemäß kann ich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt halt nicht mehr schüchtern. Ja, das, wenn das so leicht wäre, dann müssten wir hier nicht drüber reden. Aber ich könnte beispielsweise in dem Moment, wo ich mir dessen bewusst bin, dass meine Schüchternheit dazu führt, dass ich in der Ecke stehe, dass ich dann sage, okay, ich springe jetzt mal über meinen Schatten, obwohl ich schüchtern bin, nehme ich mir vor, heute Abend mit 3 Personen proaktiv anzusprechen und durchbreche somit den Kreislauf, weil wenn ich mir das vornehme, dann komme ich automatisch zu einem anderen Ergebnis und zu einer anderen Erfahrung und kann dadurch mich ja umprogrammieren, weil ich erlebe, dass wenn ich mich anders verhalte, dann denke ich, oh, war eigentlich doch ein nettes Gespräch, der hat sich ja richtig für mich interessiert, vielleicht bin ich doch nicht so langweilig. Und so kann man dann eben diesen Kreislauf etwas unterbrechen. Da kommt mir gerade die Frage, was ist das zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich spreche jetzt 3 Menschen an diesem Abend an. Dann bedarf es ja vielleicht, weil es ist ja eine Verhaltensveränderung, ich muss mal aus der Komfortzone raus, bedarf vielleicht etwas Mut. Ja. Wie kann ich denn aus deiner Sicht, aus vielleicht auch deiner Erfahrung, mir Mut machen, diese 3 Menschen auch wirklich anzusprechen? Weil dann stehe ich vielleicht auf der Party und sage, jetzt, ach nee, doch nicht. Weißt du, was ich meine? Wie kann ich denn zu mehr Mut kommen? Also man spricht ja auch vom Mutmuskel. Also letztendlich ist auch das ein Training. Also je mehr ich, also du hast ja gerade eben auch die Komfortzone angesprochen. Wir befinden uns ja in dieser Komfortzone. Das heißt, in diesem Bereich ist alles das, was ich kenne und was bewährt ist. Und wenn ich etwas Neues erreichen möchte, ein neues Ergebnis, dann muss ich Dinge tun, die außerhalb von diesem bekannten Bereich sind, weil sonst erreiche ich ja immer wieder nur die bekannten Ergebnisse. Und da führt letztendlich kein Weg daran vorbei, mal diese Komfortzone auszudehnen. Und dann kann ich vielleicht mal anfangen und sagen, okay, muss jetzt nicht gleich 3 sein. Ich fange mit einem an, vielleicht mit einer Person, die ich schon kenne. Und deswegen ein Training, so wie ich jetzt, auch wenn ich jetzt einen Marathon mir vornehme, dann fange ich ja nicht am ersten Tag mit 40 Kilometer an, sondern dann taste ich mich da eben langsam hoch. Und so kann ich das dann eben auch machen, dass man sagt, okay, ich mache was, das ist außerhalb meiner Komfortzone, aber noch für mich machbar. Ja. Und das kann man, wenn wir uns jetzt unsere Gedanken anschauen. Und also man sagt, wir denken circa 60.000 Gedanken am Tag. Ist jetzt so ein Durchschnittswert und es ist auch ein bisschen schwierig, einen Gedanke zu messen, aber tatsächlich hat man da Möglichkeiten gefunden.
Und man bedenkt, dass von diesen 60.000 Gedanken sind 98% circa der Gedanken sind uns nicht neu. Also es sind Gedanken, die haben wir schon mal gedacht oder die haben wir von anderen schon mal gehört. Die haben wir irgendwie so schon mal von anderen und von außen gehört oder von innen schon mal gedacht. Und nur 2% sind neue Gedanken. Und wenn wir jetzt diesen auch, also eine weitere Möglichkeit, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, den ich jetzt angesprochen habe, ist diese 2% neue Gedanken insofern auszuweiten, als dass man sich neuen Input selbst verschafft. Ja? Also wenn man wirklich proaktiv und bewusst sagt, okay, wie kann ich neue Informationen in mein System reinbringen, die man sagt, okay, ich mache neue Dinge, ich lese neue Bücher oder das Schwierige ist ja auch jetzt heutzutage mit den Social Media und wir haben ja einen Algorithmus, der spielt uns ja nur das zu, was vermeintlich für uns passt. Das heißt, wir bleiben in unserer Blase, das heißt auch mal den eigenen digitalen Algorithmus aufbrechen, mal andere Sachen anschauen, recherchieren und sich mit neuen Menschen und unterhalten und neue Meinungen austauschen. Und das erweitert auch diese automatisch, oder sag ich mal, ohne diesen Schmerz zu haben, dass man Mut benötigt, erweitert das auch schon diese Komfortzone, weil ich diesen Kreis des Bewerten kenne ich schon auch ausdehne, ohne dass ich jetzt über meinen eigenen Schatten springen muss. Mhm. Und das erleichtert das dann auch in solchen Situationen. Hm. Also Bücher lesen, dass ich neuen Input bekomme. Ja. Hättest du vielleicht noch einen Impuls, neben Bücher lesen, wie ich neuen Input ins System bekomme? Also klar, auch Social Media, den Logarithmus mal ein bisschen austricksen. Vielleicht noch einen Impuls, einen dritten? Ja, also neue Menschen. Das ist jetzt natürlich im realen Leben etwas schwierig, aber durchaus auch, es gibt ja mittlerweile so viele Angebote, so wie du das jetzt auch machst mit dem Interview, ist es ja auch eine neue Form von Input, dass man sich solche Vorträge anhört oder austauscht. Also es gibt ja bis hin zu Blind Date digital, gibt es schon so viele Formate, wie man auch neue Menschen kennenlernen kann. Von, da bin ich jetzt eher passiv, sag ich mal, die Schüchterneren? Ja. Für diejenigen, die schüchterner sind, dass ich eher nur konsumiere oder auch bis hin zu, dass ich in den Austausch gehe. Das hilft sehr viel, sich auch vielleicht mal mit Menschen treffen, die eine ganz andere Meinung vertreten, ja, und sich mit denen auszutauschen, weil wir sind auch so gemacht von unserem, auch wieder von unserem Gehirn her, wir hören gerne unsere eigene Meinung bestätigt. Ja, deswegen umgeben wir uns auch mit Menschen, die so unser gleiches Mindset und unsere gleiche Meinung haben. Das heißt, neugierig sein, wenn jemand anderes eine andere Meinung hat, auch mal zu hinterfragen, woher kommt denn diese Meinung? Also wirklich Neugierde ist da auch ein ganz wichtiges Thema. Neugierig sein auf neue Informationen und neue Meinungen. Mhm. Ja. Und da schon mal vielen Dank. Weil wir gerade sagen, wegen Verhaltensweisen verändern, ne, an dem Beispiel zurückhaltend, würde ich gerade direkt eine Community-Frage aufgreifen, weil es ist auch ein Abbild eines Verhaltens. Wie kann ich lernen, Nein zu sagen? Ja, das ist eine sehr häufig gestellte Frage. Meistens hat es ja auch damit etwas zu tun, dass man Angst davor hat, wenn ich Nein sage, abgelehnt zu werden und nicht mehr dazu zu gehören und nicht mehr geliebt zu werden. Das heißt, auf der einen Seite bedarf es der Arbeit am Selbst, also nicht Selbstbewusstsein, sondern am Selbstwert. Ja? Das heißt, ich bin es mir wert, meine eigenen Bedürfnisse für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und was ich auch ganz oft erlebe, ist, dass die Angst, die man hat vor Ablehnung, ja oftmals gar nicht gerechtfertigt ist. Also wenn man Nein sagt, erfährt man oder merkt man dann, dass das Ergebnis gar nicht so schlimm ist, wie man eigentlich befürchtet. Und wie gesagt, mit dieser parallelen Arbeit am Selbstwertgefühl kann man hier auch in kleinen Schritten, in kleinen Dosen lernen, Nein zu sagen. Um eben, also ähnlich auch hier, es ist auch hier ja wieder dieser Gedankenkreis.
Ich fange in kleinen Situationen an und habe die Erfahrung, okay, es ist gar nicht so schlimm, okay, ich werde jetzt gar nicht abgelehnt und geht auch hier einfach in kleinen Schritten weiter, weil man hat ja dann auch dieses Ergebnis von, wow, jetzt habe ich Nein gesagt und wow, es fühlt sich gut an. Und wenn ich das ein paar Mal erlebt habe, dann werde ich wieder mutiger im Nein sagen. Aber natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist dieses Selbstwertbild und wie wichtig es ist, für die eigenen Bedürfnisse einzugestehen. Ja. Hast du da vielleicht einen Impuls bezüglich des Selbstwerts? Weil da habe ich so in Erinnerung zum Beispiel Komplimente annehmen. Weil wenn wir ein Kompliment bekommen, dann kann man sehr schnell in diese Abwehrhaltung gelangen. So, oh, damit bin ich nicht gemeint. Ah, nee, das hast du aber gut gemacht. Ah, nee, glaube ich nicht. Man versucht sich selbst immer so ein bisschen runter zu degradieren oder zu schauen, was kann ich dann in meinem Rahmen trotzdem tun? Wir können immer was machen. Mhm. Hast du da vielleicht noch Impulse? Wie kann ich an meinem Selbstwert arbeiten? Ich habe da die Tage gerade einen schönen Spruch gelesen, der heißt, wenn du glauben möchtest, dass die Welt dir Gutes tut, dann fange selbst damit an. Nehme dir selbst die Zeit, dir Gutes zu tun. Ja, achte mal, und es ganz vieles hat ja sowieso mit Achtsamkeit zu tun. Ja, wir erlauben es uns in der heutigen Gesellschaft ja gar nicht, unsere eigenen Bedürfnisse wirklich auszusprechen und wahrzunehmen, weil es ist ja gleich so ein Stempel von, ja, man ist ja egoistisch und egozentrisch und darf ich überhaupt an meinen, also ist es überhaupt gerecht zu sagen, ich möchte glücklich sein im Leben? Ja, also ich meine, ist das wirklich der Grund, warum wir hier sind? Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir lernen, dass es richtig ist, glücklich zu sein, dass es richtig ist, dass wir uns was Gutes tun, schon alleine deswegen, weil wir nur, wenn es uns selbst gut geht, sind wir selbst in der Lage, anderen Menschen zu helfen und ihnen wirklich diese Kraft auch weiterzugeben. Und deswegen ist dieses eigene Glück und diese Befriedigung der eigenen Bedürfnisse für mich die Basis von Altruismus. Also die Basis davon, anderen Menschen Gutes zu tun, ist, dass es mir selbst gut geht. Und da kann ich bei mir selbst anfangen. Und wenn ich selbst in der Lage bin, mir Gutes zu tun und mir auch mal Gutes zu sagen, mir selbst Komplimente zu machen und selbst mir mal einzugestehen, was kann ich denn, warum, also wer bin ich Gutes, dann fällt es uns auch leichter, das anzunehmen. Es hört sich jetzt natürlich alles so leicht an. Das ist auch ein Prozess, das ist mir klar. Und manchmal liegen da auch Glaubenssätze oder Erlebnisse dahinter, wo man manchmal auch feststeckt und wirklich mit externer Hilfe jetzt beispielsweise von einem Coach auch dann weiterkommt. Also man sicherlich ist es manchmal effektiver, mit einem kurzen Impuls von außen dann weiterzugehen. Ja. Aber vom Prinzip her ist es das, ja. Also gerade Perspektivwechsel oder Ähnliches, ne? Was würde deine beste Freundin, dein bester Freund denn zu deinem Problem sagen, ohne dass ich jetzt anrufe? Und dann gibt es ja vielleicht einen Impuls, eine Ressource aus einem heraus, sagt, ah ja, ach stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Mhm, ja? Ja, stimmt, das ist auch ein guter... Als Idee vielleicht. Ja. Was ich häufig, vielleicht deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen, gerade wenn es um Selbstwert geht und wir im Social Media unterwegs sind, dass wir sehr schnell in den Vergleich geraten. Sagen, ja. Ah, die Person ist ja viel besser, dann brauche ich ja meine Arbeit gar nicht mehr machen oder mein Ziel gar nicht mehr verfolgen, braucht ja keiner. Wir sind sehr, sehr schnell im Vergleich und das vielleicht auch als Impuls, entfolgt allen Menschen, die euch runterziehen. Ne? Wenn ihr bei Instagram, Facebook oder Co. unterwegs seid und ihr habt danach ein schlechtes Gefühl, dann folgt doch diesen Menschen nicht mehr. Mhm. Und wisst ihr was, ob die jetzt 10.000, 20.000, 30.000 Follower haben, ist den meisten ziemlich buggy. Daher, ihr habt selbst die Gewalt oder die Möglichkeit, nur den Menschen zu folgen, die euch auch Mehrwert bieten. Ja, das ist absolut richtig. Also der Vergleich ist ein ganz großer Showstopper in diesem Zusammenhang Selbstwertgefühl. Ja, das ist beispielsweise auch, um nochmal auf die Gedanken zurückzukommen, sind rund ein Viertel unserer Gedanken also schaden, sage ich mal, negativ über andere oder über uns.
Das heißt, auch in dem Moment, wo wir jetzt über jemand anderen schlecht denken oder reden, also auch lästern, fällt es auch auf uns zurück, weil unser Unterbewusstsein in dem Moment nicht unterscheiden kann zwischen, wem gilt das jetzt, diese negative Gedanke. Deswegen ist es auch schlecht, jetzt über andere schlecht zu reden und zu lästern, weil es indirekt auch von uns so wahrgenommen wird, als würden wir so über uns denken. Das ist ja letztendlich auch eine Art. Ein Viertel unserer Gedanken. Ja. Krass. Das ist schon, ja, wenn wir 60.000 Gedanken denken am Tag, 98% sind nicht neu und ein Viertel davon, also 20.000, nee, Entschuldigung, 15.000. Ja. 15.000 Gedanken sind nur rein, also jetzt bitte jetzt nicht anfangen zu zählen, aber negativ. Eigentlich krass, was wir uns da für Steine in den Weg legen. Ja, absolut. Dann würde ich ja vielleicht gerade, weil wir bei diesen ein Viertel unserer Gedanken sind, negativ sind, ganz häufig aus der Community, also ihr habt immer die Möglichkeit, bei Instagram im Vorfeld Fragen zu stellen an meine Interviewgäste. Da ist wieder einiges reingekommen. Wiederkehrende Gedanken. Beziehe ich jetzt vielleicht mal, ohne das zu wissen, vielleicht wiederkehrende Gedanken, die nicht so förderlich sind, zählen vielleicht zu diesem ein Viertel unserer Gedanken, sind negativ. Wie kann ich denn wiederkehrende Gedanken in den Griff bekommen? Im Prinzip, wenn wir jetzt überlegen, dass ja 98% unserer Gedanken bekannte Gedanken sind, dann sind ja eigentlich sogar wiederkehrende Gedanken Normalität. Weil wir bewegen uns ja in diesem bekannten Feld der Komfortzone. Was, glaube ich, mit der allerwichtigste Schritt ist, ist erstmal in diese, also erstmal das Verständnis dafür zu bekommen, wir können es beeinflussen, also aus dieser Opferhaltung rausgehen und in eine mentale Haltung der Eigenverantwortung reinkommen, was sich so ein bisschen nach Arbeit anhört auf der einen Seite, aber für mich persönlich der absolute Befreiungsschlag ist, weil das bedeutet, das ist alles möglich. Ich muss nur den richtigen Weg finden und dann in eine Achtsamkeit reinzugehen und mal so schauen, okay, was sind denn das für wiederkehrende Gedanken? Und oftmals ist es so, dass wenn es jetzt negative Gedanken sind und auch Gefühle, dann wollen wir sie unterdrücken. Aber in dem Moment, wo wir etwas unterdrücken, das ist so wie so ein Eiterpickel oder auch ein Dampfkochtopf, wenn wir es runterdrücken, wird das Ganze nur noch schlimmer. Und dadurch kommen diese Gedanken und auch diese Gefühle immer wieder und meistens in Situationen, in denen ich sie am wenigsten haben möchte, in denen ich sie am wenigsten kontrollieren kann. Und deswegen ist es wichtig, hinzuschauen, also diese Achtsamkeit zu bekommen. Okay, ich widme mich jetzt diesem Gedanken, der mich offensichtlich nicht loslässt. Und ich stelle mich diesem Gedanken. Und das ist etwas, was wir nicht machen, unbewusst ja schon gar nicht. Aber wir müssen uns wirklich bewusst die Zeit und die Muse nehmen, da mal hinzuschauen und mal zu schauen, okay, woher kommt dieser Gedanke, woher kommt dieses Gefühl, was könnte sich dahinter verbergen und was möchte es mir sagen? Ja, also du kennst es ja auch aus dem NLP, so wie jeder Mensch mit der guten Absicht oder jede Tat eine gute Absicht hat, hat ja auch jedes Gefühl eine gute Absicht. Jede Emotion, die wir empfinden, ist evolutionär bedingt mit einer guten Absicht, uns zu schützen, unser Leben zu schützen und effektiver zu arbeiten. Das heißt, okay, was ist die gute Absicht hinter diesem Gefühl und hinter diesem Gedanken? Und dann ist es meistens wie so, ich stelle mir das immer vor, wie so ein Favoris, wie wenn man so einen Wollknäuel hat, wo die Fäden alle so verwickelt sind. Und es geht darum, diese Fäden auseinanderzuziehen, damit man wieder die Möglichkeit hat, den Faden da aufzulösen und wieder in die Klarheit zu kommen. Das heißt, man braucht die Achtsamkeit, also um das nochmal kurz zusammenzufassen, Achtsamkeit, hinschauen, nicht wegschauen, annehmen. Und dann somit auflösen. Hört sich jetzt, das kann man dann schriftlich machen. Und nicht alles kann man, wie gesagt, mit sich selbst ausmachen, aber das hilft. Und was dem Gehirn hilft an Techniken, ist runtertakten. Wir haben ja meistens auch ganz viel Input und unsere Gehirnwellenaktivität hat auch im normalen Bewusstseinszustand einen gewissen Spielraum, also eine gewisse Frequenz, in der die Gedanken und
sag ich mal, alle Informationen im Gehirn übertragen werden. Und wenn wir diese Aktivität runterfahren in den sogenannten Alpha-Zustand, fällt es uns leichter, diese Achtsamkeit zu gehen, dahin zu schauen und diesen Wollknäuel zu entwirren, in die Klarheit zu kommen. Und Alpha-Wellen kann man gut erreichen. Also entweder man über das Meditieren. Es gibt auch ganz viele bineurale Beats, die helfen, die Gehirnwellen zu, sag ich mal, zu beeinflussen. Das findet man auf YouTube wirklich mittlerweile Unmengen an entsprechender, passender Musik, wo man etwas runterkommt, sich mal hinsetzt mit einem Zettel und einem Stift und mal in sich kehrt, mal in sich reinfühlt. Und kommt dabei in so einen tranceartigen Zustand tatsächlich, merkt man jetzt bewusst nicht, aber man fährt einfach runter und bekommt dadurch mehr Klarheit im Geist. Also haben wir tatsächlich auch mal neurologisch, also mit einem EEG, doch ja, mit EEG war es, haben wir das bei mir mal getestet mit verschiedenen Tönen, also binaurale Beats, vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, sind schwebende Töne. Unser Körper, unser Gehör kann Töne wahrnehmen, aber wenn die zu dicht aneinander liegen in bestimmten Herzfrequenzen, dann nennt man das schwebende Töne, weil wir hören den Unterschied akustisch kaum noch, aber unser Gehirn nimmt diese verschiedenen Wellen wahr. Das sind dann 2 Hertz, 4 Hertz oder verschiedene Hertz. Und das kann dann das Gehirn von außen quasi stimulieren in diesen Wellen, die Felicitas gerade erwähnte, die neurale Beats. Ja, genau. Finde ich extrem spannend. Ja. Hast du da vielleicht, was haben wir da noch für Zustände des Gehirns, wenn du sagst, es gibt die Alpha-Zustände, Alpha-Wellen? Also wir haben unser normaler Bewusstseinszustand ist eben der Beta-Bereich, in dem wir uns befinden. Der liegt so zwischen 15 und 35 Hertz sind es, glaube ich. Darüber ist der Gamma-Bereich. Der Gamma-Bereich, in den kommen wir auch also meistens ist es der Bereich, in dem wir tatsächlich schon transzendentale Erfahrungen machen. Das heißt, es sind also starke Meditationen, in denen wir, man muss bei Meditation auch ein bisschen differenzieren. Es gibt die gehen von der Gehirnaktivität nach oben, eben in diesen Gamma-Bereich, und andere, die bringen mehr die Ruhe ins System. Aber das sind jedenfalls die höheren Frequenzen als unser normaler Alltagszustand. Und unter dem Alltagszustand haben wir, wie gesagt, den Alpha-Bereich und dann kommt noch der Delta- und Theta-Bereich. Das heißt, das sind einmal der Schlafzustand, in dem wir träumen, in dem wir die REM-Phasen haben. REM-Phasen habt ihr bestimmt auch schon gehört. Das sind ja die Rapid Eye Movement, in denen sich unsere Augen bewegen und wir eben auch Gefühle und Erinnerungen verarbeiten. Das heißt, unser Gehirn ist sehr aktiv am Träumen, und dann haben wir eben noch den tiefen Delta-Zustand, da sind wir im Tiefschlaf oder auch komatös, das ist der niedrigste Gehirnzustand. Ja. Das heißt, die, sag ich mal, interessanten für die Achtsamkeit ist hauptsächlich der Alpha-Zustand, leicht unter dem Alltagsbewusstseinszustand, und der Gamma-Zustand, der darüber ist. Die kann ich dann quasi mit binauralen Beats oder aber auch schon zum Beispiel Achtsamkeitsthemen. Ich kann ja auch andere Zustände des Gehirns entsprechend ansprechen. Ne? Ich kann ja auch fokussierter sein. Ja. Dann kann ich, suche ich mir halt da entsprechend binaurale Beats oder Töne aus, die genau dieses Gehirn oder unser Gehirn in bestimmten Wellen stimuliert. Ja, also es gibt da eine sehr interessante Plattform, Neowake heißen die. Ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast. Die bieten tatsächlich für jede unterschiedlichen oder für jeden Bedarf die passenden bineuralen Beats. Ja. Also geht es jetzt darum, bist du Kreativität, möchtest du in Fokus zum Arbeiten, zum Entspannen, zum Körper heilen, wenn man jetzt beispielsweise krank ist. Gibt es dann also für die unterschiedlichen Bedarfe unterschiedliche Frequenzbereiche. Ist auch sehr spannend und vielseitig, was dort angeboten wird. Das ist natürlich ein bisschen differenzierter als das, was man jetzt auf YouTube findet. Ja, also das verlinke ich euch natürlich auch in die Shownotes, dann könnt ihr da mal reinhören. Ja, kann ich auch mal empfehlen.
Eine Frage wäre zum Beispiel, was ja auch zum Beispiel die Achtsamkeit in irgendeiner Form überhaupt, dass ich Gedanken achtsam wahrnehme, ne, von diesen 98%, eine gewisse Klarheit. Und das wäre auch eine Frage aus der Community. Was tun, wenn ich absolutes Chaos in meinem Kopf habe? Ich habe da nochmal nachgefragt. Es geht dann tatsächlich darum, ich sehe die Lösung nicht. Ja. Und das betrifft ja die Klarheit. Wie kann ich denn Klarheit in meinen Kopf reinbekommen, um Lösungen zu finden? Im Prinzip ist es das, was wir gerade besprochen haben. Also wenn wir Klarheit, ist für mich das, was ich mit dem Wollknäuel beschrieben habe. Das heißt, wir ziehen die Fäden auseinander und bekommen wieder Klarheit, wo der Faden entlang geht und wie wir es auflösen können. Das heißt, Meditation, man kann selbst in die Selbsthypnose gehen, also auch da findet man Anleitungen oder kann sich mal bei mir melden. Also Selbsthypnose, in diesen Trance-Zustand reinkommen. Und ein weiterer super Tipp ist Sport und Bewegung. Also ich, zu Zeiten, wie man es noch konnte, bin ich regelmäßig schwimmen gegangen. Und ich bin immer, also so eine Dreiviertelstunde, Stunde, und ich bin immer in das Schwimmtraining mit dem Vorsatz, einen Gedanke oder ein Problem zu lösen. Weil durch diesen, also gerade jetzt beim Laufen und Schwimmen oder auch Fahrradfahren, durch diesen Gleichtakt der Bewegung hat man einen ähnlichen Effekt wie beim Wingwave beispielsweise oder bei Wingwave Musik, können wir auch gleich nochmal kurz ansprechen. Das heißt, man bekommt diesen Gleichtakt im Gehirn. Man hat also eine Harmonisierung der Gehirnwellen, die gleichzeitig auch von der Aktivität wieder runterfahren in diesen Alpha-Zustand und somit eine stärkere Kreativität und somit auch eine stärkere Lösungsorientierung. Das heißt, auch hier wieder runterfahren, also außenrum mal abschalten, runterfahren und sich dann wieder bewusst um das Thema oder um das Problem, also Problem um die Herausforderung, wenn wir es nicht Problem nennen wollen, zu kümmern und sich damit auseinandersetzen. Also Sport, zu Hause Meditation oder sich auch hinsetzen mit einem Zettel und Stift. Und da meine ich jetzt nicht die klassische Pro-Kontra-Liste, sondern wirklich mit Kopfhörern, passende Alpha-Musik und sich dann diesem Thema widmen, um Klarheit reinzubekommen. Du hast gerade Wingwave-Musik erwähnt. Was verbirgt sich dahinter? Wingwave ist eine Technik, kann man auch eine mentale Coaching-Technik nennen. Die ist entstanden schon in den 80er Jahren auf Basis, also Wingwave ist neuer, aber der Ursprung ist das sogenannte EMDR. Eye Movement also es geht letztendlich um die Augenbewegung, sehr stark in der Traumatherapie, also wirklich aus der Psychotherapie heraus entstanden, und man hat festgestellt, dass der Sehnerv sehr stark verbunden ist eben auch mit dem limbischen System. Und in dem Moment, in dem ich von meinem Gefühl her und meiner Emotion her in diese traumatisierte Bewegung traumatisierte Situation reingehe und parallel dazu die Augen rechts und links bewege, also der Therapeut oder der Coach bewegt die Hand quasi vor den Augen rechts, links, löst sich durch diese Augenbewegung tatsächlich diese Verbindung zwischen der Emotion und der Situation, die man erlebt hat, und somit diese Programmierung, die man abgespeichert hat im Kopf. Und man hat damit wirklich Vietnam-Veteranen, die schon 20 Jahre eigentlich zurück waren, aber immer noch traumatisiert waren, innerhalb von relativ kurzer Zeit therapieren können. Und im Wingwave, also das EMDR arbeitet nur über die Augen, aber das Wingwave, was jetzt eher, sag ich mal, das moderne EMDR ist, hat auch die Akustik mit reingebracht. Das heißt, es gibt dann Wingwave-Musik, die man auch über die Kopfhörer hören muss. Und da hat man diese bilaterale Stimulation. Also letztendlich geht es um diese bilaterale Stimulation. Man kann auch so rechts, links klopfen, die Augen bewegen oder über die akustische bilaterale Stimulation. Auch super effektiv, wenn man sich konzentrieren möchte oder wenn man so ein Gedankenkarussell hat oder in die Klarheit kommen möchte. Gibt es auch auf YouTube, einfach Wingwave-Musik eingeben, bilaterale Stimulation. Sehr, sehr effektiv. Du bist ja selbst auch in der Hypnose sehr bewandert und
bist ja Hypnose-Master. Wie kann mir denn Hypnose in dem Bereich Klarheit oder auch Gedankenkonstrukte, die sich wiederholen, wie kann mir da Hypnose helfen? Weil ich glaube, viele haben ein Bild von Hypnose, dass sie gackernd irgendwo auf der Bühne stehen oder dann willenslos sind. Vielleicht ist es Zeit, diesen Mythos mal aufzuheben. Ja. Wie funktioniert Hypnose in diesem Bereich? Eigentlich, wenn wir jetzt mal das ganz ehrlich runterbrechen wollen, ist Hypnose die Technik, die dich in den Trance-Zustand versetzt. Und der Trance-Zustand ist eben wieder dieser bewusstseinsreduzierte Zustand. Das heißt, man kehrt mehr in sich, man ist nach innen gekehrt und geht mehr in dieses unterbewusste Gefühl rein. Letztendlich auf Gehirnebene werden auch hier wieder die Aktivitäten auf den Alpha-Zustand runtergefahren. Und man kommt dadurch leichter ins Spüren, ins Fühlen und in Erinnerungen, die eben nicht so an der obersten Ebene im Bewusstsein liegen. Man macht nichts in der Hypnose, was man nicht so auch tun würde. Also das ist mir schon auch immer ein Anliegen, weil tatsächlich erlebe ich das ganz oft, dass Menschen vor der Hypnose zurückschrecken, weil sie, genau wie du sagst, diese Showhypnose vor Augen haben. Aber dann nur ganz kurz dazu gesagt, zunächst mal werden ja Freiwillige gesucht. Das heißt, sie haben ja schon mal von vornherein diese Bereitschaft mitzumachen und sie wissen ja, dass es wahrscheinlich irgendwas Lustiges sein wird. Und unter den Freiwilligen sucht sich der erfahrene Hypnotiseur auch noch diejenigen raus, die da sehr suggestibel sind. Und der Zustand in der Hypnose, also dieser Trance-Zustand, ist auch kein Zustand, in dem man weggetreten ist, sondern man hat eigentlich das Gefühl, total klar zu sein. Und ganz viele sagen dann am Anfang erstmal, ja, eigentlich, ich glaube, das hat bei mir nicht funktioniert, weil ich habe ja alles mitbekommen. Aber so soll es auch sein, man bekommt alles mit und ich arbeite ja mit den interaktiven Hypnosen. Das heißt, ich unterhalte mich dann auch mit den Klienten oder auch jetzt die Sporthypnose, da ist man in der Tätigkeit drin, man kann Fahrrad fahren, man kann laufen. Ja, es ist einfach nur der Geist, wie gesagt, auch hier wieder in den Alpha-Zustand versetzt. Ganz kurz die Frage, weil du sagst, der Hypnose-Mensch auf der Bühne, der testet im Vorfeld, wer ist denn da besonders empfindlich? Es gibt also Menschen, die eher wenig empfindlich für Hypnose sind. Wie testen die denn das? Die machen beispielsweise so Hand, die sagen dann, ja, und wenn wir jetzt mal überlegen, wir gehen von rechts nach links und dann hat der schon ein Auge darauf, wer bei dieser Handbewegung vielleicht so körperlich mitgeht. Ja, und das sind dann die Menschen, die dann da sehr empfänglich darauf reagieren, was der Hypnotiseur macht. So hat er so 2-3 Tricks dieser Art und sucht sich entsprechend die Leute raus. Ja, also die sind dann sehr aufmerksam, die hängen quasi wortwörtlich an den Lippen des Hypnotiseurs und daran sind so, wie gesagt, so kleine Tricks, an denen man das dann erkennt. Ich habe mal so eine Showhypnose im Publikum mitgemacht. Da war zum Beispiel auch sowas, ne, dann sollte man beide Arme nach vorne strecken und der rechte Arm wird schwer, der linke wird leicht. Und selbst hatte sich das vielleicht 5 Zentimeter bewegt, dann habe ich nach links und rechts geguckt, da waren welche, da war der linke Arm ganz weit oben, der rechte ganz unten. Ja. Und ich hatte dann mit dem Hypnotiseur mal gesprochen, er sagt, wie machst du das? Und er sagt, ja, er guckt eigentlich genau nach diesen Menschen, wo ein Riesenabstand ist. Und er weiß, die sind halt sehr empfindlich für sowas. Ja, stimmt. Und das wären zum Beispiel auch, also was nicht heißt, ihr müsst dagegen halten. Ne? Also eine Hypnose finde ich auch ist ein wahnsinnig tolles Tool, um halt in die Trance zu kommen. Es ist wie eine kleine Abkürzung, absolut, die man nehmen kann. Ja, also ja, tatsächlich kann das dann schon so richtig in den Alltag übergehen. Auch wie gesagt, wenn man so konzentrierte Arbeitsphasen braucht oder was lernen möchte oder konzentriert was lesen möchte, dann kann man sich da relativ schnell reinversetzen. Ja, das stimmt. Was aber jetzt auch nicht heißt, dass die Menschen, die jetzt da weniger suggestibel sind, die Hypnose nicht funktioniert. Also tatsächlich funktioniert sie dann nicht, wenn jemand sagt, nee, möchte ich nicht machen, dann kann ich den nicht dazu zwingen, weil dann wird es nicht funktionieren. Als letztes würde ich gerne noch erfahren, weil wir haben ja eine Headline stehen,
zum einen, was du denkst und fühlst. Mhm. Wie stark sind denn unsere Gefühle mit unserem Denken verknüpft? Weil du hast vorhin am Anfang erwähnt, ne, du hast selbst auch das Thema, du wusstest alles, alles Ratio, aber du hast es nicht gefühlt. Mhm. Inwiefern spielt denn so dieses Herzgefühl und der Kopf zusammen oder agieren die manchmal im Körper gegeneinander? Warum ist das so wichtig, dass wir da ins Fühlen kommen? Das Fühlen ist der Kern von allem. Mhm. Also ohne das Fühlen funktioniert nichts und das eben, ich kann noch so sehr im Rationalen mir dessen bewusst sein, wenn ich es nicht fühle, dann ist es nicht in meiner Programmierung drin. Und deswegen ist das Fühlen letztendlich das A und O und auch das Fühlen ist das, was meine Gedanken beeinflusst. Ja. Und ja, auch da ist es, ich hatte auch gesagt, wir unterdrücken ja gerne Gefühle und Gedanken, die wir nicht spüren wollen. Und das ist meistens sehr eng aneinander geknüpft. Und das entsteht ja auch wiederum unbewusst. Diese Gefühle entstehen ja in unserem Gehirn auf Basis von unserem Lernen, auf unserer Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und das heißt, dieses Gefühl entsteht unbewusst und der daraus entstehende Gedanke ist in der Regel eben auch unbewusst. Und das ist das, was ja auch Dr. Joe Dispenza sagt, dass wir eigentlich, wenn wir auf unsere Gefühle und unsere Gedanken hören, leben wir in der Vergangenheit, weil ja alles das, was unsere Gefühle und unsere Gedanken auslöst, Informationen sind, die in der Vergangenheit passiert sind. Da ist diese ganz nahe Verknüpfung, wobei, sag ich mal, im inneren Kern ist das Gefühl und erst danach der Gedanke. Wie entsteht dann, wenn du sagst, okay, unsere Emotionen und Gefühle sind von der Vergangenheit geprägt, wie Joseph Spencer sagt, warum kann ich, wenn ich es in die Zukunft, an die Zukunft denke, auch entsprechend Emotionen und Gefühle kreieren? Kann unser Gehirn nicht unterscheiden, ist das jetzt Zukunft oder Vergangenheit? Oder warum kann ich mich auch in der Zukunft zum Beispiel ängstlich fühlen? Wenn du dich in der Zukunft ja auch ängstlich fühlst, basiert es auf der Erfahrung der Vergangenheit. Das war der Gedanke dahinter. Das heißt, das, was du in die Zukunft projizierst, projizierst du auf Basis vergangener Erfahrungen. Aber du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Vergangenheit, Zukunft, Realität und Vision. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich mit der Zukunft auseinandersetze und in sie hinein, also jetzt nehmen wir mal an, ich möchte etwas visualisieren, ein bestimmtes Ereignis in der Zukunft. Und ich setze mich hin, ich gehe eben in diesen Alpha-Zustand über, eigentlich egal, Meditation, Hypnose, und ich versetze mich in diese Situation, wie ich sie in der Zukunft haben möchte. Ich gehe in dieses Gefühl rein, wie wird es sein, wenn ich dieses Projekt abgeschlossen habe oder wie wird es sein, wenn ich da auf der Bühne stehe oder wie wird es sein, wenn ich auf dem Berg stehe, den ich erklommen habe. Und ich gehe in dieses Gefühl rein, dass ich quasi dann erlebe, wenn ich das Ziel bereits erreicht habe. Dann kann unser Gehirn nicht unterscheiden zwischen Realität und Imagination. Und auch da ist eben dieses Gefühl wieder so wichtig, weil dieses Gefühl ja dann unsere Gedanken auslöst. Und dann ist es nicht mehr auf Basis der Vergangenheit. Aber das muss ich bewusst und proaktiv hervorrufen. Also dann kann ich einen zukünftigen Gedanken quasi bei mir einpflanzen und neu einprogrammieren, wenn ich mich bewusst damit auseinandersetze und bewusst dieses Gefühl hervorrufe. Wenn du jetzt sagst, ich denke an die Zukunft, also jetzt, keine Ahnung, ich denke an, ich möchte den Berg erklimmen, ich habe keine Kondition, ich werde es nicht schaffen, ob ich das überhaupt schaffe, habe ich genug dafür trainiert, und dann bin ich mit dem Gedanken in der Vergangenheit. Dann lebe ich von dieser Angst aus vergangenen Erfahrungen. Wenn ich aber in die Situation bewusst eintauche, wie sich das anfühlt, wenn ich es geschafft habe, wie sich das anfühlt, wenn ich voller Stolz da oben stehe und von mir aus auch meine letzten Kräfte aufgezehrt habe, aber ich habe das geschafft, dann schaffe ich ein Gefühl von Neuem. Ja, das ist das, was ich vorhin auch meinte, das sind neue Gedanken, das sind neue Gefühle, die kann ich bewusst in mein Leben holen,
Aber da muss ich dann auch bewusst hingehen. Unbewusst passiert das nicht. In dem Bezug zu Vergangenheit und Zukunft finde ich sehr spannend, dass ja auch diese Zeit, nehmen wir es mal an, es ist Zeitstrahl, ne? Zukunft, Vergangenheit, dass das jeder Mensch unterschiedlich wahrnimmt. Also diese sogenannte Timeline-Arbeit, wo ich sage, hey, wenn ich euch jetzt fragen würde oder dich fragen würde, wenn du zuschaust und zuhörst, wo ist denn deine Vergangenheit? Manche sagen, die ist hinter mir, die ist links von mir, die ist rechts von mir, die sehe ich links vor mir, die Zukunft sehe ich rechts vor mir. Das ist total spannend. Und wenn du dann ganz bestimmte Ereignisse sogar erfragst, ja, wo ist denn zum Beispiel 5 Jahren dein Autounfall? Ja, der ist gar nicht hinter mir, der ist tatsächlich rechts neben mir. Ah, der begleitet dich also Tag für Tag in deine Zukunft. Das ist, finde ich, eine total spannende Herangehensweise, auch zu schauen, wie nimmt jemand Vergangenheit und Zukunft wahr? Steht ja tatsächlich drauf, kann er da drauf gucken? Also ich finde das total cool, wie man auch dazu Zugriff hat. Ja. Manche haben einen Beutel hinter sich und sagen, ja, da greife ich rein, um das rauszunehmen. Manche haben diese Beutel in der Hand. Aber das ist auch ein guter Punkt. Also man kann dann wirklich, wenn man in diese Zukunftsvision eintaucht, auch überlegen, okay, wo ist diese Situation und steigt bewusst in diesen Punkt ein. Also man kann da jetzt ja mit Bodenankern arbeiten, man kann sich das auf ein Blatt Papier schreiben, auf den Boden legen, da eintauchen und in dieses Gefühl eintauchen, wie wird das sein, wenn ich dort bin? Ja. Wenn ich das erreicht habe, wie fühle ich mich, wie denke ich über mich, wie sehe ich mich, wie sehen andere mich, was, Ja, also da vielleicht, das würde wahrscheinlich jetzt vielleicht zu weit führen, aber da gibt es natürlich auch spannende Techniken aus dem Coaching, auch aus dem NLP und sicherlich auch im Mentaltraining, beim Mentalcoaching, dass wenn man an einen Punkt zurückdenkt, oh, der war so schlimm, ne, da will man gar nicht hin. Es gibt Möglichkeiten, dass wir den Klienten oder die Klientin mit so viel Ressourcen, mit so viel Selbstvertrauen auffüllen aus verschiedenen vergangenen Momenten, wo sie sagt, ah, da habe ich mich nicht gut gefühlt und mit diesen Ressourcen lassen wir die Person zurückgehen in diesen Punkt und dann kann sie das mit einer ganz anderen Kraft, mit einer ganz anderen Mentalität betrachten. Ach, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Ach, das habe ich ja noch gar nicht so gesehen. Also wären Möglichkeiten, man kann tatsächlich Vergangenheit in Anführungsstrichen verändern, modellieren, programmieren oder neu schreiben mit entsprechenden neuen Codes, wenn man es jetzt ein bisschen technisch. Genau. Also durch Perspektivenwechsel. Ja. Felicitas. Also da auch wirklich der Tipp, und das soll jetzt gar nicht als Selbstwerbung gemeint sein, ist ja letztendlich egal, wo man hingeht. Aber in dem Moment, wo man die Verantwortung übernimmt und sich dessen bewusst wird, dass man diese Dinge verändern kann. Also ich kann natürlich nicht das, was passiert ist, die Vergangenheit kann ich nicht ändern, aber ich kann meine Perspektive auf die Dinge verändern. Und wenn ich es alleine nicht schaffe, dann wirklich scheut euch nicht davor, auch die Hilfe von einem Coach in Anspruch zu nehmen, weil ihr werdet mit mehr Lebensfreude belohnt und das lohnt sich auf jeden Fall. Das wäre es meine letzte Frage tatsächlich gewesen. Felicitas, wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte mal Hypnose probieren oder ich habe schon so viel, ich habe mit Kopfhörern binaurale Beats und ich meditiere, ich schreibe und mache, aber ich komme nicht weiter. Und das hast du ja am Anfang dann oder zwischen den auch mal gemeint, ne, das ist, man kann oder man darf sich natürlich auch Hilfe von außen nehmen. Und das machen wir ja als Coach auch in Form vielleicht von einer Supervision oder wir besuchen Fortbildungen für die Selbsterfahrung. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Wie kann ich mit dir in Kontakt treten? Also das Einfachste ist tatsächlich ein kostenloses Vorgespräch. Das kann man bei mir auch auf der Webseite sich einbuchen, einen Termin direkt raussuchen im Kalender, ähnlich wie wir es gemacht haben, um einen Termin zusammenzufinden. Und in diesem Vorgespräch schauen wir einfach mal, was ist denn die Herausforderung, was kann ich tun, passt es auch zusammen, weil nicht immer ist es so, dass ich dann wirklich die richtige Person bin, aber dann kann ich auch trotzdem ein paar Tipps geben. Und dann schauen wir gemeinsam, was wäre da der richtige Weg. Ich arbeite entweder mit Einzelcoachings oder mache auch gerne Mentorings. Das heißt, ich begleite dann über einen längeren Zeitraum und da schnüre ich dann auch sehr individuelle Pakete. Und oftmals, also man muss sagen, in der Regel schauen wir auch einfach von dem einen auf das andere Mal, weil oftmals sind es Themen, die sich auch sehr, sehr schnell lösen. Also man muss sich jetzt hier nicht auf monatelange Coaching-Therapie irgendwie einstellen, sondern manchmal reichen da schon 1-2 Termine, um mal so einen Shift von außen zu bekommen. Genau, ja. Also am besten über die Homepage,
Termin vereinbaren oder anrufen und dann sprechen wir kostenlos und unverbindlich und gucken, was wir gemeinsam finden können. Das verlinke ich euch natürlich auch alles unten drunter. Und wenn ihr mit Felicitas Kontakt aufnehmt, dann bestellt ihr auch liebe Grüße von Carsten. Dann weiß er, ah, Interview gehört und Co. Dann kann sie das zurückverfolgen. Ja. Du bist ja auch auf Instagram vertreten, also nutzt auch die entsprechenden, du hast einen Blog, also nutzt auch den kostenfreien Content und das Danke dafür wäre zum Beispiel Instagram mal abonnieren, liken, einen Kommentar unterschreiben, ein liebes Wort drunter. Das ist die Wertschätzung für kostenfreien Content. Ja. Und man lebt ja auch von der Community. Das heißt, wir haben ja viele Tools in der Hand, aber dazu ist es auch immer gut zu wissen, was beschäftigt euch und um dann die passenden Fragen, Antworten zu liefern, nicht Fragen. Manchmal sind es auch die richtigen Fragen, ne? Also manchmal stellen wir eine Frage, genau, und dass die Person eine Antwort geben kann. Tatsächlich hauptsächlich die Fragen, die wir dann liefern. Genau, die Antworten habt ihr an sich in euch. In euch. Genau. In dem Sinne war ich ein schönes Schlusswort. Die Antworten sind in uns. Felicitas, ich danke dir vielmals für diesen bunten Blumenstrauß auch wieder an verschiedenen Werkzeugen, an den Impulsen. Also auch wieder eine Folge, die man sich sicherlich ein- oder zweimal oder dreimal anhören darf, um noch ein paar Nuancen rauszubekommen. Ja, Felicitas. Ich bedanke mich bei dir für das Interesse, für deine Community und dass ich hier sein durfte. Und ja, freue mich. Wird sich bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal die Möglichkeit ergeben, sich zu treffen. Das denke ich doch. An alle, die zugeschaut und zugehört haben, habt einen wunderschönen Tag. Gerne teilen, abonnieren und Felicitas einen Besuch abstatten. Und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Ciao. Okay. Bis dann. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution. Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.